So, hallo Leute, willkommen zurück. Ich habe euch das letzte Mal gefragt, ob ihr jetzt Bahn geht. Dabei ist mir eine ganze Menge Bahn gegangen. Zum einen habe ich hier für diesen Teil, für den siebten Teil, was falsch gemacht. Und zwar habe ich anscheinend die Bildaufnahme von der DOSBox nicht gestartet. Und dadurch fehlt mir jetzt dieser Teil im kompletten Let's Play. Zum anderen habe ich gemerkt, deswegen ist es darum nicht so schlimm, dass ich keine Safe Games machen konnte. Ich habe das jetzt alles ein bisschen behoben. Ich habe leider bei der ersten Aufnahme gleich 13 Teile gemacht. Deswegen werde ich das jetzt so handhaben, dass ich diesen Teil, der uns fehlt, von da bis da nachspielen werde. Ich habe mir ungefähr eine Liste gemacht, was ich so abgehakt habe. Und ansonsten geht es dann so weiter, dass ich offscreen praktisch alles mache, was ich in den anderen Folgen bis 13 gemacht habe, so dass das Inventar gleich gefüllt ist, wir ungefähr die gleichen Aufgaben schon erledigt haben von den Dialogen her. Also wundert euch später dann bitte nicht, wenn ab Folge 14 dann irgendwie in den Kommentaren nochmal Punkte erscheinen, die wir eigentlich schon abgehakt hatten. Gut, dann geht es jetzt hier weiter. Und zwar hatten wir jetzt eben vom Seerosenteich, da hat er sich gefragt, ob wir baden gehen. Gut, dann haben wir gelernt, wie wir die Tür aufkriegen. Aber hier hinten gibt es noch mehr, hier gibt es noch einen Pfad. Ja, und da kommen wir praktisch hinter die unsichtbare Universität. Was haben wir denn hier? Wir haben eine Tür. Mist, schon wieder eine Tür ohne Knauf. Der Lieferanteneingang nehme ich an. Was hier wohl geliefert wird? Ja, wahrscheinlich das, was hier rumliegt. Was ist das denn? Neuer verbesserter Wunderdünger. Lässt alles wachsen. Sofortige Wirkung garantiert. Okay, dann nehmen wir doch mal einen mit. Packen wir in die Truhe. Gut. Vielleicht kriegen wir die Tür mit Magie auf. Das funktioniert nicht. Okay. Ich weiß es leider schon, das ist das Fenster. Beleuchtung ist eine gute Sache. Ich wünschte, ich könnte Ist hineinsehen. das Fenster zur Küche und wir werden uns sogar in diesem Teil noch was besorgen, damit wir später mal dorthin kommen können. Gut, dann gehen wir aber jetzt mal in die Stadt. Hier gab es soweit nichts weiter. Gut, die Tür. Und wo ist der Knauf? Schon wieder kein Kauf. Wieso hat diese große Tür keinen Knauf? Dann machen wir sie doch auf. Geht nicht. Dann halt eben so. Okay. Ankh-Morpork, durch den Fluss Ankh geteilt, ist die älteste Stadt auf der Scheibenwelt. Eigentlich sind es zwei Städte, das verrottete Ankh auf der einen Seite und das verpestete Morpork auf der anderen. Auch wenn die Pest sich recht demokratisch verhält und fast die gesamte Stadt bedeckt. Man sagt, dass alle Straßen nach Ankh-Morpork führen. Tatsächlich ist das falsch. In Wahrheit führen alle Straßen von Ankh-Morpork fort. Okay. Ja, mal wieder was erklärt. Gut, wir sind hier in so einer Stadtübersicht von Ankh-Morpork. Hier haben wir die Schatten. Dann, ich habe es bei der Wiederholung das letzte Mal gesehen. Hier ist ein Stall, der ist gar nicht so gut erkennbar. Dann haben wir hier die Gasse. Platz da, jetzt tritt der Drache zum ersten Mal in Erscheinung. Also offiziell. Landet wieder auf dem Palast. Gut, wir haben hier noch das Stadttor.
Die Universität, den Park, eine Wirtschaft. Und ich würde sagen, wir fangen in der Gasse an, weil wir ja gesehen haben, in dem Intro, der Typ stand ja auch in der Gasse. Von daher könnte es sein, dass wir da diesen Drachenodem bekommen. Das wird wohl das Alchemistenviertel sein. Ist das schön. Ja, was haben wir hier? Ein Ausgang? Fenster. Das war eine Explosion. Meine Güte. Was geht hier vor? Alchemie. Haben wir hier noch irgendwas? Gut, dann gehen wir wohl mal weiter. Oh. Die Szene. Ja. Sieht leicht mitgenommen aus. Die Szene, wo die Platte eben hochging, hat mich so leicht ein bisschen an das Bild von Marilyn Monroe auf dem Abluft- oder Aufluftgitter erinnert. Das fällt mir aber jetzt erst auf. Was haben wir hier? Wir haben ein Schild. Wir haben Schornstein. Schornsteine. Oh, der technologische Fortschritt ist wirklich eine feine Sache. Wir haben einen Schornsteinfeger. Ein Bursche mit einem Besen. Ja, was macht er wohl mit dem Besen? Morgen, Chef. Ein schöner Tag dafür. Wofür? Für alle Dinge, die unschuldige Leute wie wir hier auf den Dächern finden. Bist du jemals heruntergefallen? Oh ja. Und sogar sehr oft. Wenn du nicht möchtest, dass sich so etwas wiederholt, solltest du besser still sein. Es kommt der Tag, an dem Leute wie du zu Leuten wie mir aufsehen müssen. Das lässt sich am einfachsten vom Boden aus bewerkstelligen. Wie bitte? Zu dir aufsehen. Vom Boden aus ist das am einfachsten. Vielleicht sollte ich schon einmal damit üben, zu dir aufzusehen, und zwar jetzt sofort. Ich kehre ganz ruhig nach unten zurück, ohne dass es zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt. In Ordnung? Ach ja, die Charaktere sind alle so wunderschön überzeichnet, finde ich. Trainingsstrecke für Assassinen. Nun, ich schätze, irgendwo müssen sie üben. Ja, das haben wir ja gesehen. Fenster. Dieses Viertel geht wirklich vor die Hunde. Okay, eine Leiter. Die sollten wir nicht vergessen. Ja, dann nehmen wir sie doch mit. Damit hätten wir eine Leiter. Gut, aber das war doch der Weg des Assassinen. Ausgang! Fort von der Bühne! Jo, gehen wir doch mal runter. Okay, damit wären wir wieder unten. Schön. Ab. Nein. Fehlt doch eine Leiter. Hat jemand die Nummer des Eselkarrens notiert? Nee, von der Assassinengilde nehme ich an. Okay. Also mit dem Reden können wir schon mal auch nicht gut. Dann gehen wir mal wieder. Dann
Dann war der nächste Punkt die Schatten. Da wollten wir noch hin, weil in der Gasse gab es ja jetzt das anscheinend nicht und in den Schatten muss das ja vorhin passiert sein. Ich brauche einen sehr guten Grund, um die Schatten aufzusuchen. Die Schatten sind eine Gegend, in der Neugierige nicht nur gefährlich leben, sondern sich auch mit Gewichten an ihren Füßen auf dem Boden des Flusses wiederfinden könnten. Neugierige Katze plus Seil plus Stein ist Wasser. Schön. Schöne Logik. Na gut, da traut er sich wohl noch nicht rein. Dann gehen wir mal noch in den Park. Was haben wir hier? Ein Schild, eine Bank. Sieht bequem aus, die Bank. Das funktioniert nicht. Ja, dann setz dich doch mal. Lampus Illuminaticus. Ha, mir macht man nichts vor. Ich habe an einem für Fortgeschrittene bestimmten Kursus in Lampenerkennung teilgenommen. Ja, wenn du sonst nichts zu tun hast. Gut, dann vielleicht das Schild. Rasen betreten verboten. Eigentlich wundert's mich, dass dieses Schild nötig ist. Immerhin wird der Rasen mit Flusswasser bewässert. Der Gestank sollte genügen, alle Leute auf Distanz zu halten. Gut, dann muss ich noch eine kurze Erklärung hinzufügen. Der Fluss, der durch Ankh-Morpork fließt, ist der Ankh. Und er ist von der Konsistenz her so, dass Vögel, die sich auf Fische herabstürzen würden, sich den Kopf anstoßen würden und daran sterben würden. Aber ich glaube nicht, dass es da Fische gibt, so bei der Konsistenz und bei dem, was da reingeleitet wird. Gut, dann gehe ich wieder zurück auf den Bildschirm, damit wir den gleichen Ausgangspunkt wie das letzte Mal haben und verabschiede mich hiermit für euch. Ich hoffe, es hat es noch halbwegs interessant gemacht, diese Folge. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten wieder.